Herzlich willkommen, liebe Journalistenkollegen. Hier ist die Hintergrundinformationsvor- und Rückschau für Spieltag 1 und den heutigen Spieltag 2 vom BBL-Finalturnier. Wir fangen an mit der BG Göttingen und schauen auf Bennett Hund. Er gehört zu den besten 15 Vorlagengebern der Bundesliga im Pick-and-Roll. Bedeutet, wenn er den Pass spielt, gibt es häufig Punkte. 2 von 3 Pick-and-Rolls enden mit einem Pass. Er kann also definitiv als Pass-First-Point-Guard angesehen werden. Ein Spieler, der den Pass zum Mitspieler sucht. Und dennoch ist er ein sehr guter Spieler, wenn er gerade nicht am Ball ist und den Ball bekommt. Seine direkten Distanzwürfe ohne vorheriges Dribbling, also ein anderer Spieler, zum Beispiel Alex Ruoff, penetriert in die Zone, spielt den Ball dann weiter. Und dann trifft Bennett Hund fast 40% saisonübergreifend. Diese 5 von 9 gestern, diese Dreier, die waren also keine Überraschung. Problematisch bei ihm ist aufgrund seiner Körpergröße noch, er ist ja sehr jung, noch die Trefferquote von 38% in der Zone. Das muss deutlich besser werden, wenn er auf langfristige Sicht noch auf ein höheres Level kommen möchte. Sein Vorteil ist dennoch, dass er in der Lage ist, Fouls zu ziehen, und er ist da auch nicht scheu, in die Zone zu penetrieren. 9 von 10 Freiwürfe gestern, das war optimal. Defensiv muss man sagen, limitiert seine Größe manchmal die defensive Effizienz. Gegnerische Dreierversuche mit Hund als Verteidiger finden in 43% ihrer Fälle ihr Ziel. Das bedeutet, Bennett Hund muss so aufspielen, wie er es gestern gemacht hat, damit er seiner Mannschaft den maximalen Input geben kann. Und das hat er auch gemacht. Also sehr interessanter Spieler. Und neben seinen exzellenten Passfähigkeiten kann er noch im individuellen Scoring zulegen, und das hat er gestern gezeigt, und deshalb war Göttingen auch so erfolgreich. Der Unsung Hero, also der Spieler, der jetzt ein bisschen aus dem Radar, aus dem medialen Radar gekommen ist, ist für mich Alex Ruoff. Warum? Er ist als spielmachender Dreier, also als Small Forward, ist er mit der entscheidende Spieler. Wir sehen es hier. In der Saison erzielt er 23 Punkte pro Spiel als Scorer und Passgeber. Und in dem Crailsheim-Spiel hat er mit Pässen, hat er insgesamt 37 Punkte, also 12 Punkte und 10 Assists, für 37 Punkte gesorgt. Und das ist schon eine richtig große Anzahl an Punkten. Und gerade diese Dreierkombination: Hund, Lockhart als 3-and-D-Spieler und Ruoff ist sehr effizient mit T. Hako Merlins Crailsheim, problematisch ist für sie definitiv, dass sie einen limitierten Kader zur Verfügung haben. Mit Jan Spahn fehlt ihnen einer der Hauptkreativspieler. Er hat für 9 Punkte pro Spiel gesorgt im Pick-and-Roll mit Abschlüssen und Pässen. Und gehörte damit zum Top 25 in Volumen in der BBL. Und das ist natürlich problematisch, so einen Spieler 1:1 zu ersetzen. Und ein zweiter Punkt ist definitiv das individuelle Scoring. Wenn wir hier anschauen, dass Aaron Jones 11,7 Punkte, alle Werte über 50% EFG, bedeutet, da ist der Dreier mit einberechnet und gleichgerechnet. Alles über 50% ist überdurchschnittlich, und dann sehen wir bei Aaron Jones 63%, Quincy Ford 58% und Jeremy Morgan ebenfalls 51%. Also wir sehen, hier gehen die Crailsheimer über 30 Punkte im individuellen Scoring einfach flöten, und es macht es schwierig für sie, das auszugleichen, aber ich denke, dass sie es dennoch packen können. Körperliche Fitness: Dwayne Russell ist definitiv ein Faktor. Bisherige Saison 28 Punkte pro Spiel mit Punkten und Korbvorlagen. In dem Göttingen-Spiel waren es nur 16 Punkte mit Punkten und Korbvorlagen. Jetzt weiß ich, ich kenne den individuellen Fitnesszustand nicht. Vielleicht war auch eine kleine Verletzung da mit entscheidend. Jetzt muss man das einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber eins ist klar: wenn Jan Spahn nicht spielen kann, dann muss Dwayne Russell einfach mehr übernehmen. Ratiopharm Ulm
Balanced Offense habe ich aufgeschrieben, mehrere Kreativspiele und ein exzellentes Jump Shooting, das ihnen dann auch eben den Punkten in der Zone hilft, möchte ich kurz erklären. Wir haben jetzt hier vier Spieler, Tyler Harvey, Per Günther, Thomas Klepeisch und Andy Obst, den viele vergessen als Pick-and-Roll-Spieler, als fähigen Pick-and-Roll-Spieler, die alle über 38% oder beziehungsweise die drei werfen über 38% Dreier. Der Bundesliga-Schnitt ist roundabout 33% und auch Andy Obst ist ein Shooter, der jetzt in dieser Saison nicht gut getroffen hat, aber man muss ihn respektieren und wenn er heiß läuft, dann wird es schwierig. Und dieses Shooting und diese Ausgeglichenheit haben die Ulmer und der Ulmer Coaching Staff um Jaka Lakovic sehr gut ausgenutzt und haben eine gute Offensive aufgebaut mit vielen Pick and Rolls, Handoff Isolations und mit einer ganz klaren Rollenverteilung. Die Guards kreieren den Vorteil und die Centerspieler sorgen für die Abschlüsse. Sie arbeiten fast nicht mit dem Spiel mit dem Rücken zum Korb. Das macht sie ein Stück weit berechenbar, aber sie probieren es mit Spielgeschwindigkeit, insbesondere im Pick and Roll oder auch über Transition, über frühe Drei-Punkte-Würfe zu negieren und so den Gegner zu attackieren. Und diese Dreiergefahr, wie wir hier sehen, mit den exzellenten Werfern, eröffnet Punkte in der Zone. Warum? Weil man irgendwann heraustreten muss und aggressiv den Dreier verteidigen muss. Und gestern hatten die Ulmer 44 Punkte in der Zone. Das ist ein unfassbar guter Wert. Im Saisonschnitt sind sie bei 30 Punkten in der Zone und haben da schon die fünftmeisten. Also definitiv hat diese Dreiergefahr eine weitere Ebene eröffnet und auch die schnelle Ballbewegung. Sehr gut gefallen hat mir die Defensivqualität, und zwar insbesondere die gute Stunting-Qualität. Stunting-Qualität bedeutet, es ist eine halbe Hilfe. Der Spieler hilft ganz kurz von seinem Mann weg, ohne eine volle Rotation zu geben. Und es erfordert eine exzellente Fußarbeit. Und da hat die Mannschaft und Coaching und Athletiktrainer haben da einen sehr guten Job gemacht. Natürlich sind die Spieler auch so wie es aussah, in einer sehr guten Verfassung, um diese kraftraubende Verteidigung zu spielen, um immer wieder kurz zu helfen, kurz da zu sein, kurz weg zu sein. Und das ist definitiv ein Zeichen von Ratio Farm Ulm in dieser Saison. Und dann schauen wir uns noch die Bayern an. Dieses Bild ist bei weitem noch nicht komplett. Was wir gestern gesehen haben, ist eine exzellente Post-Up-Offensive. 24 Punkte in 20 Post-Ups, also das Spiel mit dem Rücken zum Korb. Insbesondere Danilo Bartel, 14 Punkte in 9 Post-Ups, immer inklusive Pässe. Rest of the Team, 10 Punkte in 11 Post-Ups. Also die Frage nach Angriffswaffe 1, in Anführungszeichen, Danilo Bartel, scheint beantwortet mit einem Ja und mit einem Ja exzellent. Die Frage nach der zweiten offensiven Option muss aber noch beantwortet werden im Laufe dieses Turniers. Greg Monroe, 9 Angriffe pro Spiel mit Post-Ups und Rollman. Da fällt erstmal etwas weg. Das kann natürlich Danilo Bartel auffangen. Aber wer fängt dann die Anteile von Danilo Bartel auf im kreativen Sektor? Und da haben die Bayern eine ganze Bandbreite an möglichen Spielern. Maodolo, meines Erachtens den zweitbesten deutschen Guard nach Dennis Schröder, TJ Bray, Petteri Koponen, einen sehr guten Shooter, Ismet Akpina, der gestern nicht zum Zug kam, was für mich jetzt nicht so überraschend kam, weil man als Coach durchaus mal seinen Spielern, die bisher in der Mannschaft waren, eine Chance gibt, sich zu präsentieren und dann Ismet Akpina im Laufe des Wettbewerbs seine Minuten geben wird. Dann haben wir noch Šiško. Also wir sehen, wir haben allein an Pick-and-Roll-Spielern schon 5 weitere Optionen. Da ist die Frage, welcher Spieler macht's und wenn jeder ein bisschen was macht, ist es dann effizient? Das ist also eine Frage, vor der die Bayern stehen, der Coaching-Staff. Und auch haben wir noch weitere Spieler mit Lucic und Paul Zipson. Wenn ich sage weitere Spieler, meine ich weitere Kreativspieler, weil
beide Spieler natürlich exzellent aus diesen Situationen off-catch arbeiten, den Ball bekommen und da die Verteidigung attackieren können. Möglicherweise ist es aber auch eine Variante, mit ihnen ins Post-up zu gehen. Frage ist nur, möchte ich als Coach mit der ersten Hauptangriffswaffe, Hauptoption Danilo Bartel Post-up, möchte ich dann die zweite Option ebenfalls ein Post-up haben? Das ist natürlich eine Sache, die muss dann die Coaching-Staff beantworten. Dann die Defensivqualität und Energielevel. Da sprechen die Zahlen eine ganz eindeutige Sprache. Ulm hatte insgesamt 14 Würfe mehr aus dem Feld und nur einen Freiwurf weniger. Das bedeutet, die Bayern hatten 6 Rebounds weniger und 7 Ballverluste mehr. Und da spricht einfach viel für ein höheres Energielevel bei den Ulmern. Und ja, da müssen die Bayern einfach gleichziehen, wenn sie von den anderen Teams, wenn sie da nicht auch so unter Druck gesetzt werden möchten. Entscheidende Trends sind Fitness. Welche Mannschaften hatten mehr Wurfchancen? Wir haben es gerade gesehen. Also Ballverluste und gegnerische Rebounds verringern die Siegwahrscheinlichkeit, weil man insgesamt einfach weniger Würfe auf den Korb hat. Man kann es im Fußball vergleichen mit Schüssen aufs Tor. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, wenn ich 20 Mal aufs Tor schieße, als wenn ich jetzt nur 5 Mal aufs Tor schieße. Göttingen gegen Crailsheim sehen wir einen eindeutigen Trend. Göttingen mit 10 Freiwürfen mehr. Crailsheim da nur mit einem Feldwurf mehr, also 10 Freiwurf, 10 Chancen mehr. Bayern gegen Ulm, haben wir schon besprochen, 14 Feldwürfe mehr für Ulm. Und jetzt, kleiner Ausblick für heute, die MHP-Riesen Ludwigsburg sind mit Abstand das aggressivste Team der Bundesliga. Und das sieht man, dass sie im Schnitt 92 Mal auf den Korb werfen. Und der Gegner nur 86. Also bevor in Anführungszeichen die Partie gespielt ist, hat Ludwigsburg einfach einen Standortvorteil, dadurch, dass sie so aggressiv Ballverluste erzwingen und so aggressiv zum offensiven Rebound gehen, dass sie teilweise in einigen Spielen über 20 Wurfchancen mehr hatten als der Gegner. Und das ist strukturell ihr Spiel und deshalb könnten sie hier der Geheimfavorit sein. Achten muss man weiterhin auf die Koordination, die durch fehlende Fitness gestört sein könnte. Also vom Augentest, da kann es sein, dass Muskelverletzungen ohne Impact passieren, technische Mängel mit Fußarbeit, mit Dribbel- und Passfehlern und Fehler in der Verteidigung führen zu mehr Fouls. Also man sollte das Spiel nicht nach der ersten Hälfte bewerten, sondern immer im dritten Viertel mal schauen, wie sind denn die Beine von den Spielern, wie ist die Fußarbeit, wenn man sehen möchte, ob die Mannschaft das Turnier oder überhaupt das Spiel in dieser Intensität durchhält. Und deshalb ist die Fitness ein entscheidender Punkt. Da werde ich auch in der nächsten Preview oder in den nächsten Tagen noch etwas mehr darauf eingehen, weil die Liga da einen sehr interessanten Datenpartner mit Kinexon hat. Dazu dann aber mehr. Herzlichen Dank und viel Spaß bei Spieltag Nummer 2. Ciao.